Auch wir können die Tabelle lesen. Das ist im Moment ist der Zustand jetzt unbefriedigend für uns. Es ist, Sie sagen es richtig, es ist eng beieinander und wir werden alles dafür tun, dass am Ende das Ziel Champions League-Qualifikation steht und wir dieses Ziel erreichen. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben noch viele Spiele und der Rückstand ist auch nicht so groß, dass es unmöglich erscheint. Wir haben jetzt in dieser Saison zu viele Gegentore durch Standardsituationen bekommen. Für mich hat das in erster Linie was mit der Konzentration zu tun. Und das ist eben die Erwartungshaltung und die dringende Aufforderung von unserer Seite, eben in diesen Situationen noch schärfer zu sein, noch konsequenter das eigene Tor zu verteidigen. Sebastian Kehl und ich hatten ein Treffen mit dem Trainer der Olympiamannschaft, mit Stefan Kunz. Er hat da uns seine Ideen und Vorstellungen unterbreitet. Das ist eine sehr große Liste, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, wie viele sind da drauf? Fast 100, glaube ich, oder? 100 Spieler. Eventuell springt er noch auf den Zug Richtung EM-Turnier auf. Und das müssen wir einfach abwarten. Also es liegt jetzt bis heute Mittag nicht etwas auf dem Tisch, worüber wir uns jetzt ernsthaft Gedanken machen müssten. Aber Sie haben ja gesagt, bis Montag geht es noch, weil der 31. aufs Wochenende fällt, ist der Montag noch einbezogen worden. Und ich möchte nie etwas ausschließen.